H2O One und Chris Carmick haben sich wunderbar ergänzt in den vergangenen 5 Jahren. Was ich vermissen werde, ist der Wettbewerbsgedanke. Und deswegen werde ich auch, und zwar in diesem Jahr noch, ein letztes großes Rennen fahren. Ich dachte, du wolltest dich zurückziehen. Das tue ich auch. Was soll das mit dem Coaching? Wann wolltest du mir das denn erzählen? Ich mache das seit 15 Jahren, das weißt du. Das ist alles, was ich kann. Sag mir, was ich sonst tun soll. Willst du dich zu Tode fahren? Also, ich sag da jetzt gar nichts zu. Als Spitzensportler bist du darauf getrimmt, keine Schwäche zu zeigen und Schmerzen zu ignorieren. Auf dem Rad beherrschte Chris diese Kunst wie kein anderer. Aber im Leben gibt es Schmerzen, die einfach zu tief in die Seele schneiden. Gib dir einen Ruck, versuch nach vorne zu schauen. Der Junge ist ein Neuer, sag ich doch. Er war ein Spitzenskifahrer, hat einen blöden Unfall. In der Reha hat er angefangen mit dem Radfahren und festgestellt, dass das ein Ding ist. Geben Sie mir einfach trotzdem eine Chance. Wenn du einsteigst, gibt's kein Zurück. Ganz egal, wie hart es wird. Eins sollte dir klar sein, aussteigen ist keine Option. Also Kramik ist was Besonderes. Er ist ein unheimlich kraftvoller Fahrer. Er hat alles, was es braucht.